Der Bundestorwarttrainer in Deutenbach. Für die Kids ein besonderer Tag. Andreas Köpke interessiert sich für das gesellschaftliche Engagement des DFB zu UEFA Euro 2016. Die Juniorinnen und Junioren des STV Deutenbach machen mit beim Wettbewerb Fußball verbindet. Frankreich und Deutschland kreativ verknüpfen, heißt die Aufgabe. Den Kindern gefällt es natürlich auch, diese Flagge zu konstruieren, sich was einfallen zu lassen, ihren Ding freien Lauf zu lassen. Und ja, der Anreiz ist ja auch nicht so schlecht, uns im Trainingslager zu besuchen. Also von daher, ich finde die Aktion richtig super. Und wenn ich sehe, wie die Kids da, mit welchem Eifer sie dabei sind, bringt schon Spaß. Und so gestalteten die E-, D- und C-Juniorinnen und Junioren Bilder zum Thema, die sie dem prominenten Besuch stolz präsentierten. Die Idee greift, denn über das kreative Gestalten beschäftigten sich die Kinder mit dem Nachbarland, den Menschen, der Sprache, dem Fußball und mehr. Ja, also mit Frankreich verbindet man vor allem, also weiß ich jetzt persönlich, so Baguette oder sowas und halt süße, so Crepe und halt süßere Sachen und dem Fußball, ja, das sind schon ganz gut. Also, ja. Also ich fand es insgesamt eine schöne Aktion, dass man auch mit Frankreich, also dass man mit anderen Ländern was zusammen machen kann. Ja. Ich fand es auch sehr cool, dass er gekommen ist und extra für uns sich Zeit genommen hat, weil wir sind ja nicht berühmt und der nimmt sich einfach für uns Zeit, das finde ich schon sehr cool. Und Andreas Köpke ließ die Kinder noch einiges mehr wissen über seine Jahre in Marseille, wo er nach dem Gewinn der Europameisterschaft 1996 86 Mal für Olympique spielte. Selbst die Organisatorin von Deutsch-Französischem Jugendwerk lauschte gespannt, im guten Gefühl, genau den richtigen Mann vor Ort zu haben. Der Wettbewerb läuft. Wir erwarten, dass noch mehr Jugendlichen sich für Frankreich und Deutschland interessieren, auch wenn sie nicht die andere Sprache in der Schule lernen, auch wenn sie die Sprache nicht beherrschen. Nur durch Fußball, das ein ganz besonderer Sport ist, also vielleicht das beliebteste Sport ist, merken, ach, Frankreich und Deutschland sind verbunden und es passiert im Moment was in Frankreich, das mich interessiert, weil ich an Fußball interessiert bin und die Mannschaft wird auch da sein. Und wir möchten eigentlich neue Zielgruppe erreichen und zeigen, dass das deutsch-französische Jugendwerkprojekt für alle Jugendlichen anbietet. Deutenbach, ein Ortsteil vom fränkischen Stein bei Nürnberg. Die Kids vom dortigen STV hoffen nun auf ihre Chance im Wettbewerb Fußball verbindet. Heißt, ein Wiedersehen mit Andi Köpke im Kreise der Mannschaft. Denn das beste Bild wird für einen Verein oder eine Klasse das Ticket zum Besuch des Trainingslagers in Evian sein. Ich finde es sehr cool, wenn wir die Reise gewinnen würden, weil wir dann also mit den anderen französischen Kindern zusammen wären und das wäre ziemlich cool. Davon träumen auch noch andere, aber erstmal heißt es mitmachen. Bis zum 25. März werden Einsendungen angenommen. Alles ist möglich. Sehr gute Vorlage. Ich bin gespannt, ob ihr noch nachlegen könnt. Und wie sich das für diesen Wettbewerb gehört, hat Andi Köpke auch noch eine französische Botschaft. Pas mal pour le début. Montre-nous de quoi tu es capable. Für den STV Deutenbach hat sich das Mitmachen bereits gelohnt. Den Besuch des Bundestorwarttrainers werden sie hier nie vergessen. Und wer weiß, vielleicht gibt es ja sogar noch ein Wiedersehen, denn Fußball verbindet!